Samson und er hatten eine gemeinsame Geschichte. Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet. Aber ja, es gab irgendeinen Streit. Irgendwas Persönliches mit ihrer Rallye-Rivalität. Als Samson Erster wurde, war Dean wütend. Bist du hundertprozentig sicher, dass es Mord war? Ist immerhin ein empfindliches Thema. Bin ich. Sie haben bis kurz vor Rennbeginn gestritten. Ich bring den Bastard um. Beim Rennen? Leute sterben andauernd auf der Strecke. Wird niemandem auffallen. Ganz normaler Tag beim Rennen. Völlig regelkonform. Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten, hm? Samson zu töten ist mir wichtiger als der Sieg. Sollten wir vor der Wahl stehen? Sorry, dass ich dich angelogen habe. Oh Gott, was machen wir denn? Also, was meinst du? Bedeutet dir scheinbar viel, also begraben wir den Arsch. Danke. Das ist wichtig. Ich muss das tun. Wir sehen uns im Finale? Ja. Bis dann, wie? Mhm. Na denn? Ich will aber gewinnen. Eigentlich. So. Was bist du für einer? Ah, er hier. Wie läuft das Geschäft? Ich mag das Wort Geschäft nicht. Ich nenne es Arbeit. Ehrliche, harte Arbeit. Kann mich nicht beklagen. Junge, du siehst aus, ey, ganz ehrlich. Erzähl mir was über Santo Domingo. Massig Leute wollten sich hier breit machen. Konzerne, Gangs hatten keine Chance. In Arroyo und Rancho Coronado wohnen echte Leute. Die kann man nicht so leicht verarschen. Mhm. Wir sind das Blut, das Herz dieser Stadt. Warum El Capitan? Die Leute hier sind dankbar. Sie respektieren mich, weil ich ihnen helfe. Wow, klingt echt selbstlos. Die Konzernwelt ist eine Krankheit. Das Volk muss endlich wieder die Macht haben. Und dafür werden wir sorgen. Okay. Nix Interessantes hier. Na gut. Okay, lass mal schauen. Wir haben das Finale erreicht. Das ist schon mal ordentlich. The Beast in Me, bitte. Fool on the Hill. Okay, das ist das. Dann müssen wir wieder warten. So geht's schneller. So, Claire Russell. Oh, Scheiße, nicht gut. Damit der Talk ein bisschen. Dann haben wir das aber auf jeden Fall auch schon mal abgearbeitet. Ach, diese Anfälle werden immer schlimmer. Da ist noch was. Jefferson Perales. Warte. Jefferson. Fehler, Kontakt nicht gefunden. Alles klar, das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut. Quatsch. Wir warten nochmal. Wir müssen uns ja eigentlich mal kontaktieren. Lies Claires Nachricht. Okay, wir haben was. Claire Russell. Finale, das große Rennen. Auf dem Highway, okay. Alles klar.
Nochmal eine Nachricht. Highway, ist okay, freue mich schon. Alles klar, das haben wir ja gerade schon. Okidoki, dann wollen wir mal. Es ist da oben, da hinten, am Arsch der Welt, da hinten. Ach du Scheiße, ist das weit weg. Ist das weit weg, okay. Dann machen wir mal Folgendes, da werden wir hinjumpen. So, okay. Auto, komm. Beziehungsweise Moped. So, zum Sprungpunkt. Zum Glück nicht so weit weg alles. Hoppala. Na, 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 na. Leicht da. Soll nicht wundern. Ich esse nebenbei ein bisschen was. Ab und zu braucht man ein bisschen Nervennahrung. Aber bis jetzt lief es ja heute sehr gut schon in dieser Session. Also da kann man nicht klagen. Auch wenn ich mich jetzt gerade mit der Verpackung hier rumärgere. Ja. Auf geht's. Das ist relativ in der Nähe, es geht. Einen Ripper-Dock haben wir auch in der Nähe. Doktor, was soll ich antreten? Was für Typ ist? Eine Untersuchung? Ich? Umso besser. Ich werde da sein. Na, mit denen legen wir uns jetzt mal gerade besser nicht an. Besser ist das. Wahre Liebe stirbt in Night City. Männer betrügen ihre Frauen, Frauen ihre Männer. Dann trennen sie sich und lästern übereinander. Kannst du dir das vorstellen? Mich schockiert das alles. Aber keine Angst. Diesmal kannst du einem kürzlich Geschiedenen helfen. Er heißt Mr. Gutierrez und verlässt sich auf uns. Seine Ehe ist nicht mehr zu retten. Aber vielleicht kannst du die Schecks besorgen, die seine Frau hat mitgehen lassen. Details anbei. Ja, später. Später. Nicht jetzt. Claire, hey. Das Finale steht bevor. Der große Tag. Ganz genau. Kommst du? Ich bin schon da. Ja, aber warte. Diesmal jagen wir den Highway runter. Also brauchen wir eine Maschine mit Feuer. Du hast die Wahl. Deins oder meine Bestie. Gute Frage. Ich will die Bestie. Gute Wahl, Wird dir nicht leid tun. Treffen wir uns am Start? Genau. Warte dort auf mich. Natürlich. Ich hätte aber liebsten einen richtigen Sportwagen. Aber den haben wir noch nicht. Du bist dran, Samson. Lass mich in Ruhe, du Irre. Keine Reue? Kein bisschen? Absolut kein. Claire, hör auf. Lass die Konzernratte in Ruhe. Glaubst du, du kommst hier lebend raus? Claire! Dein neuer Fahrer? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Claire hält ihre Partner nicht lange am Leben. Du Hurensohn! Ist doch so.
Dean war als Fahrer so scheiße wie als Ehemann. Hat immer zu viel auf einmal gewollt und dafür bezahlt. Mach dir nichts vor, Claire. Ich hab ihn nicht getötet. Sein Ego war's. Du bist nichts als Abschaum, Samson. Claire, das reicht. Wir haben ein Rennen vor uns. Coole Karre. Du bist dran. Fick dich. Komm jetzt. Spar dir den Dampf für später. Willst du mir einen Gefallen? Natürlich will ich das. Was denn? Häng dich an ihn ran und bleib da. Okay. Ich kurz nachdenken. Bring deine Freundinnen mit zur Party. Ich glaube, ich weiß, wie man das tracken kann. Na dann. Auf geht's. Klar. Finale. Oh. Natürlich gewinne ich heute. Oh. Okay, Leute. Nehmt die Wagen. Zeit, ein paar Autos und Köpfe zu zerbeulen. Alle bereit? 3, 2, 1. Krasse Kurve! Festhalten! Den Wind aus den Segeln. Häng dich ran. Ah, so Schwein gehabt. Jetzt haben wir natürlich das Rennen nicht beendet. Fuck! Hol ihn ein! Schnell! Ja.
Verdammt, ärgerlich. Komm, ich will aussteigen. Wie geht's so, Samson? Claire, bitte nicht! Ich hab nichts getan! Wirklich? Du kleine Zecke! Bitte! Lass das nicht zu! Claire, ich flehe dich an! Scheiße, Claire! Was willst du von mir? Ich hab ihn nicht getötet! Halt's Maul! Es war ein Unfall, verdammt! Bitte lass mich gehen! Hier kommst du nicht mehr raus! Zeit zu sterben, Arschloch! Was? Nein! Dein Mann war nicht der Heilige für den... Alter! Lass uns abhauen, wie? Bitte. Nicht so weg hier. Das war's. Sieht so aus. Alles okay, Claire? Was? Wieso? Siehst traurig aus. Bin ich nicht. Ehrlich gesagt fühle ich gar nichts. Willst du es nochmal wagen? Als Team? Ein Rennen, meine ich. Nein, wie? Ich werde nie wieder Rennen fahren. Nie? Nie. Das war was zwischen mir und Dean. Unser Ding. Ich brauchte dich nur, um Samson zu töten. Na gut, wir überspringen das mal. Ich hätte gern Geld, eine Belohnung, ein Auto, irgendwas. Die gehört dir. Was? Du schenkst mir dein Auto? Nicht meins. Sie gehörte mir und Dean. Aber uns gibt's nicht mehr. Okay. Ich frag mich die ganze Zeit, warum ich so ein komisches Visier habe. Und achte auf die Kurven. Sonst landest du irgendwann im Grab. Fahrzeug. Ich habe die ganze Zeit dieses komische Visier auf. Geht anscheinend auch nicht mehr weg, also auch wieder verbuggt. Na gut, das haben wir auch. Das ist natürlich jetzt blöd. Was haben wir denn noch Feines? Cyberpsychos. Stadium Love. Pieces. Megagebäude H8. Okay, nehmen wir das mal mit. Why not? Lass mal kicken. Da oben. H8, da oben. Okay, da ist eine Menge los. Den nächsten haben wir hier. Alles klar, perfekt. Perfekto. Da können wir gleich hin. Megagebäude H8. Wir arbeiten uns hier durch. Wer gelacht, oder? Ja, das Biest gehört jetzt uns. Wahrscheinlich, wenn wir, das Rennen beendet hätten, hätten wir das Biest nicht bekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Triff dich mit Julie und den Puppen. Ah, das ist das, alles klar. Okay. Alles klar. Mach's gut, Claire. Komm schon. Was ist los? Was hast du? Mhm. Hey, wie? Bereit? Von
Ja, natürlich, wir sind bereit. Auch wenn ich dieses Button da habe, das ist irgendwie... Weißt du, wie ich an Heromir rankomme? Ich habe den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Okay, gehen wir rein. Ziehen wir es durch. Na dann, auf geht's. Folge Judy. Ja, dass ich diese ganze Zeit diese Anzeige jetzt habe, das ist auch verpackt, das ist echt... Ah, jetzt ist weg, oh mein Gott. Ja, warte nur. Ihr beide geht gleich nach uns rein. Direkt zum Klaus. Wird auch langsam Zeit. Mhm. Pass auf, da könnten Leute sein. Okay. Ja, jetzt ruft sie mich an, ist klar. Irgendwie total sinnlos. Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kuniuchi? Willst du sie ausschalten? Okay, verlinken. Warte. Ah, wieder nicht. So, Sequenz zum Upload. E9. Dann nochmal E9. E9. Warum geht denn das jetzt? Ach, Mann. Das lief ja super. Mich gar nicht. Okay, nochmal. Eins C. Mal 1C. Und jetzt brauchen wir 7A. Oh, ich hab's aber auch heute, ne? Sorry. Noch einmal probieren. 55. Okay, haben wir. Das wird nicht gehen. 1C. Einen haben wir. Naja, besser als nix. Was war das? Wow, wow, wow. Lad nach. Du warst nicht gedacht. Was haben wir denn da? Katana. Was zum... Meine Fresse. So war es nicht gedacht. Und dann sind alle schon auf Position. Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Maikos Signal geht's los. Check, check. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Okay, nett. Hier ist nichts Besonderes. Okay. Okay, bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Alles vorsichtig. Alles klar, Judy. Ich liebe diese Smart-Waffe, ne? Die ist super. Wie sieht's aus? Wir sind drin, im Clouds.
Wer übernimmt welche Etage? Ich übernehme unten, Tom geht hoch. Wir sind soweit. Alles klar. Und wir sind auf dem Dach. Willkommen bei N54 News. Zeit für die Lokalnachrichten. Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands. Mehrere Schießereien gab es entlang der 1, 166 und 101. Berichte von Augenzeugen weisen auf... Okay, bin auf dem Dach. Spring auf den Balkon. Aber pass auf, okay? Naja, wir arbeiten dran. Da ist die Terrasse. Fick dich, okay? Sehe hier nix. Fick dich! Schau schon! Mhm. Zaun. Antenne. Kiste. Komposit gefütterte Scirocco-Sternkragenweste. Gar nicht mal so verkehrt, habe ich das Gefühl. Warte mal kurz. Oh, wir haben einen Punkt. Warte mal ganz kurz, Moment. Um da ranzukommen. Ausnahmetalent. Verrückte Wissenschaft. Innovation. Ausnahmetalent. Stufe 18 müssen wir da denn. Wir könnten. Mal ganz kurz, Moment. Moment, jetzt Ausnahmetalent. Ja. Das wollte ich. Sehr gut. Jetzt warte mal. Itemherstellung. Können wir jetzt uns was basteln? Moment, was ist denn das hier? Das ist die legendäre Power-Präzisionsgewehr. Die Crash. Legendär. Das ist eine Tech-Waffe. Was ist das hier? Legendäre Item-Komponenten. Da geht noch nichts, da ist auch noch nichts Besonderes, hier auch noch nicht, da auch noch nicht und da auch noch nicht. Halt, da ist was Interessantes. Combat Amplifier. Amplifier. Ja, hier ist schon, das ist nicht schlecht hier. 320, 400, das ist, wir brauchen mehr selten epische Komponenten. Okay, die müssen wir uns irgendwie mal ranholen. Alter, ist das hell. Das kann doch nicht, auch nicht so richtig sein, oder? Ich hab scheiße viel zu tun. Was ist denn das? Ablenkungsmanöver? Da liegt was. Gib dich auch. Verdammt, was denn? So war es nicht gedacht. Was haben wir da? Und du bist erledigt! Wow. Okay, das war total doof jetzt. Wir haben zum Glück gesaved. Das war jetzt richtig doof von mir. Da waren doch noch ein bisschen mehr Leute auf dem Dach. Na gut, kein Problem. Wir arbeiten dran. So. Aha, jetzt sieht das nämlich hier, guck mal, jetzt sieht das nämlich deutlich anders aus hier, ne? Scanne da oben. Na, okay, es ging. Wie erkennst du deinen wahren Wert?
Fuck! Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny! Ich hab dich. Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du, hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Stella May! Auf dem Boden an! Noch nicht bewegen! Raus aus meinem Haus! Sofort! Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird oder ruhmreich draufgeht.